Hallo alle zusammen! Die letzten Tage und Wochen sind diverse Videos zum Thema Beauty und Lifestyle und Interior online gegangen. Und ein Thema, was ich auf diesem Kanal unbedingt mit einbringen möchte, ist meine Reiseliebe. Corona-bedingt kam das natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten alles viel zu kurz. Ich bin dieses Jahr noch nicht ein Stück verreist und es fehlt mir total. Und ich habe jetzt bald wieder Urlaub und deshalb habe ich überlegt, wo könnte ich denn momentan hin und fand das nicht so einfach herauszufinden. Und in diesem Video soll es darum gehen, was man momentan machen kann, beziehungsweise was ich für mich jetzt so rausgefunden habe, was man machen könnte. Wir haben uns jetzt auch schon auf eine Sache geeinigt und eine Sache gebucht. Da freue ich mich auch tierisch drüber. Darauf werde ich natürlich auch noch eingehen. Aber vielleicht hilft euch das ja auch nochmal bei eurer Reiseplanung und vielleicht auch da die eine oder andere Unsicherheit wegzuschaffen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie sich das in den nächsten Monaten weiterentwickelt, aber ich kann euch daran teilhaben lassen, was ich jetzt für mich so im Internet recherchiert habe, worüber ich mit Freunden und Kollegen gesprochen habe. Und vielleicht hilft euch das bei eurer Reiseplanung wieder auch ein Stück irgendwie weiter. Normalerweise muss man sagen, bin ich bestimmt 5-6 Mal pro Jahr irgendwie weg. Ich habe 2-3 größere Reisen, die ich jedes Jahr mache. Letztes Jahr war das 2 AIDA-Touren mit meiner Mama, eine hier Nordeuropa und eine dann, wo waren wir das zweite Mal? Ach ja, genau, im Mittelmeer irgendwie unterwegs. Und dann war ich letztes Jahr aber auch in der Türkei und ich glaube letztes Jahr auch in Italien, in Rom. Also ich mache mal relativ viel aufs Jahr gesehen, gebe auch wahnsinnig viel Geld aus. Ich sage mal, ich habe kein Auto, sondern stecke mein Geld in Reisen und in Handtaschen. Da ist, glaube ich, irgendwie auch was Wahres dran. Und damit rechtfertige ich das von mir nicht, dass ich das müsste, weil es ist ja mein Geld, was ich verdiene, wofür ich arbeiten gehe. Ja, auf jeden Fall bin ich halt normalerweise jemand, der wirklich viel, viel unterwegs ist, auch immer sehr gerne weit weg. Meine Lieblingsreisen waren Australien und Namibia, Südafrika, die USA fand ich wahnsinnig toll. Ich war auch schon in Indien, habe auch viel von Europa gesehen, also viele Städtetrips gemacht und dadurch mischt sich das Ganze zusammen. Kuba war ein Jahr auch noch mit dabei, Mexiko. Also ich versuche, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Und dass dieses Jahr gar nichts ging, das hat mir schon echt zugesetzt. Und ich muss sagen, ich habe auch echt Fernweh. Ich hatte ursprünglich für diesen Herbst geplant, 3 Wochen nach Bali zu fliegen. Ja, das fällt jetzt halt doch irgendwie ins Wasser. Dazu muss man wahrscheinlich sagen, die Reisewarnung, ich weiß jetzt gar nicht, wie die aktuell gestaltet ist, aber es ist so, dass sich da ja jederzeit was ändern kann. Und ich habe keine Lust, wahnsinnig weit im Ausland weg, festzusitzen, nicht zurückzukommen, Schwierigkeiten mit der Arbeit zu haben, weil man irgendwelche Quarantänebestimmungen hat und so. Das ist für mich dann kein entspannter Urlaub und ich glaube, das geht den meisten momentan so. Und viele haben, wie ich glaube ich auch, eine Zeit lang auf jeden Fall ihre Reiseplanungslust verloren, weil egal was man Anfang des Jahres gebucht hatte, man durfte über den Sommer irgendwie alles gefühlt stornieren. Wir wollten eigentlich im April nach Lissabon. Und das hat 2 Monate gedauert, bis wir die Flugkosten zurückerstattet bekommen haben. Und war echt viel Arbeit und ein Kampf und auch einfach nur ätzend, muss man dazu sagen. Airbnb hat sich super toll verhalten. Da konnte man ja wirklich ganz toll stornieren. Ja, aber das macht dann halt auch nicht so wirklich viel Spaß, weil man dann im Nachhinein diese ganze Lauferei hat. Ja, zu meiner jetzigen Urlaubsplanung, wie ich jetzt da rangegangen bin, ich habe halt mit meinem Partner überlegt, wo könnte man denn momentan hin, was Corona zulässt. Und das wäre für mich momentan, also es sind gerade tatsächlich einfach nur meine Erfahrungen, mein aktuelles Bild, das mag voll falsch sein, informiert euch da auf jeden Fall nochmal. Aber meiner Erfahrung und meinen Informationen nach wäre es momentan halt Deutschland, Dänemark auf jeden Fall und die Länder, die gemäß RKI, also Robert-Koch-Institut, halt auch möglich sind. Das ist auf jeden Fall eine gute Informationsquelle, das Robert-Koch-Institut, weil die da ja auch über die Reisewarnung informieren, auch spezifisch über Länder, in die man jetzt reisen kann oder auch nicht. Und das ist immer ein guter Indikator dafür, damit man halt nicht im Nachhinein die Problematik hat, man muss jetzt auf einmal 2 Wochen in Quarantäne oder nicht. Das kann sich aber auch jederzeit, und das ist immer ein Risiko, wenn ihr vor Ort seid, kann sich das natürlich auch ändern. Wenn ihr jetzt nach Spanien fliegt und dort dann halt eine Region dann in Quarantäne gelegt wird, beziehungsweise da die Fallzahlen so stark steigen, dass wenn ihr zurückkommt, ihr in Quarantäne müsst und
ihr wart vor kurzem da, dann trifft euch das auch im Nachhinein, auch wenn, als ihr vor Ort wart, erstmal noch alles den Anschein hatte, dass alles normal und in Ordnung ist. Und das sind so viele Unsicherheiten für mich, weshalb wir gesagt haben, wir machen nur das, was nah dran ist. Wir fliegen nicht weg. Ich habe keine Lust, stundenlang mit Mundschutz im Flieger zu sitzen. Ich glaube, so wie die Forschung das ja auch zeigen, dass das recht sicher ist. Aber ich merke das ja jetzt schon, wenn ich eine Maske mal 2-2,5 Stunden in der Bahn auf habe, dass das echt anstrengend ist. Also ich kann dadurch gut atmen, aber es wird warm, es wird stickig, es wird leicht feucht. Also das muss ja irgendwie alles nicht sein. Ein Urlaub soll erholsam sein. Das ist doch irgendwie klar. Und dann ist das irgendwie für mich nicht erholsam. Ja, dementsprechend blieben dann die Varianten, wo können wir mit dem Auto hinfahren. Kurzfristig hatten wir auch noch die Überlegung, wir könnten ja auch mit den Fahrrädern einfach drauf losfahren. Finde ich auch eine coole Idee. Vielleicht ist ja von euch einer dabei, der einfach Lust hat, mit dem Fahrrad irgendwohin loszufahren. Das haben wir dann aber doch irgendwie ad acta gelegt und uns für die Autovariante entschieden. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte man in Deutschland machen. Oder eine Arbeitskollegin von mir hatte jetzt sehr gute Erfahrungen mit Dänemark gesammelt. Dadurch habe ich dann gesagt, okay, Dänemark wäre auch eine super Option. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir machen irgendwie was Entspanntes als Aktivurlaub. Also wir sind beide Menschen, die gerne spazieren gehen, die gerne irgendwie draußen mal unterwegs sind. Wir haben auch gerne mal unsere Ruhe und chillen einfach so ein bisschen auf der Couch und entspannen. Und dementsprechend sollte das so eine Mischkombination aus beidem werden. Und dann bot sich an, entweder ein Haus in Dänemark zu mieten. Das ist ja quasi gang und gängig. Das habe ich noch nie gemacht, aber wäre für mich auch nochmal eine neue Erfahrung gewesen. Und wahrscheinlich sind von euch schon tausend Leute dabei, die das seit Jahren machen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Option, was man machen kann. Man fährt ja mit dem eigenen Auto hin. Dementsprechend hat man auch mit dem Auto, finde ich, immer noch bessere Möglichkeiten, schnell wieder wegzufahren, wenn man merkt, vielleicht wird es hier doch ein bisschen brenzliger. Mittlerweile soll es auch wieder möglich sein, als Tagestourist nach Dänemark zu reisen. Eine Zeit lang war das ja so, dass man immer mindestens eine Woche da vor Ort sein musste, aber das ist jetzt wohl in beider Form möglich. Und von daher ist es auf jeden Fall eine schöne Option, sich da ein Haus zu mieten, vor Ort Spaziergänge zu machen. Da sind ja auch diverse Gewässer, das heißt, man kann auch Stand-Up-Paddeln machen, baden gehen. Man kann, wenn man mit Freunden zum Beispiel auch dahin fährt, super Spieleabende machen. Vielleicht auch so ein bisschen Wellness einfach für sich selbst, weil viele haben eine Sauna oder man nimmt sich einfach eine Gesichtsmaske mit. Bisschen was für die Fingernägel. Wird zusammen kreativ und bastelt irgendwas. Also das sind ja auch alles, finde ich, dann so Dinge, die irgendwie wahnsinnig entspannt sind und einfach irgendwie schön und ruhig. Und das kann man ja gut mal eine Woche irgendwie machen. Das war eine Option, die war bei uns sehr hoch im Kurs. Und die zweite Option war, hier in Deutschland zu gucken, dass wir irgendwo wandern gehen und vielleicht aber auch die Möglichkeit haben, vor Ort ein bisschen mit dem Fahrrad rumzufahren. Das muss jetzt keine mega Rennstrecke sein und auch vom Wandern her wollten wir jetzt nicht die größten Wanderer aller Zeiten werden. Und dementsprechend sind wir jetzt am Ende auch am Tegernsee gelandet sozusagen. Da kann man auch wandern gehen. Das wollen wir auch tun, aber das ist, glaube ich, mehr in einer Art Spazierenwandern. Das ist dann jetzt nicht so bergig wie in anderen Bereichen in Deutschland. Und wir haben über unser Reisebüro da so ein bisschen was raussuchen lassen, was es so an Möglichkeiten gibt. Das hat uns allerdings nicht gefallen, deshalb haben wir selber nochmal privat geguckt und haben jetzt letztendlich über Airbnb ein wahnsinnig tolles Apartment gefunden. Das hat einen super, super schönen Blick direkt auf den See. Wir haben eine 80 Quadratmeter Terrasse rund ums Haus rum. Die eine Seite zum See, die andere Seite zum Berg gelegen. Traumhafte Location, super Lage. Ich freue mich da schon so sehr drauf. Einfach nur dieser Blick von der Terrasse auf den See. Und ich freue mich da morgens zu sitzen, zu frühstücken, abends mit einem Gin Tonic da zu sitzen und die Zeit da einfach zu genießen. Also da bin ich jetzt echt schon richtig gespannt drauf, auch alleine dadurch, dass ich hier dieses Jahr noch gar nicht in Urlaub war. Was mir so ein bisschen fehlt. Aber das ist einfach eine echt eine tolle Location. Und beim Tegernsee kann man halt, ne, da ist ein See, da kann man schwimmen gehen, die bieten Stand-Up-Paddeln an. Man kann da wandern gehen, man kann Fahrräder ausleihen, man kann von dort aus auch super in andere Städte fahren. Also zum Beispiel, je nachdem wie die Lage ist, nach Österreich zum Beispiel auch rüber, da wäre Salzburg auch eine super süße kleine Stadt, in der ich auch schon mal gewesen bin. Die hat eine super süße kleine Altstadt. Sollte man mal gesehen haben, wenn man auf der Ecke ist, kann man gut hinfahren. Und wenn das mit Österreich an der Stelle machbar ist, dann könnte man das zum Beispiel auch als Tagesausflug beim machen. Dann könnte man zwischendurch nach München, das ist auch so eine Stunde, anderthalb entfernt. Wir wollen das allerdings auf dem Rückweg dann nach Hause machen.
Jetzt höre ich hier gerade Geräusche, aber das ist irgendein Kind, was hier im Flur außen am Schreien ist. Wie man manchmal so ein bisschen abgelenkt werden kann. Genau, und man kann von da aus halt auch die ganzen anderen Bereiche besuchen, die da in der Nähe sind. Und unser Plan ist jetzt folgender: Wir fahren von Lea aus über Stuttgart, da eine Freundin besuchen. Da sind wir 2 Tage und gucken uns da das auch noch ein bisschen an, weil mein Freund war noch nie in Stuttgart. Ich liebe Stuttgart, ich finde die Stadt total schön, ich mag den Kessel und finde, das ist einfach toll, weil man alles zu Fuß da irgendwie machen kann in der Stadt. Richtig schön. Und wenn wir dann von Stuttgart zum Tegernsee fahren, fahren wir über Schloss Neuschwanstein. Da haben wir nämlich über eBay Kleinanzeigen noch ein paar Karten bekommen. Und das ist ganz perfekt, weil das ist um die Mittagszeit. Das heißt, wir fahren morgens früh los, sind dann Schloss Neuschwanstein, gucken uns Schloss Neuschwanstein an. Das wollte ich sowieso immer mal sehen. Da ist es auch so, dass man echt rechtzeitig Karten reservieren muss. Deshalb mussten wir die auch bei eBay Kleinanzeigen kaufen, weil die im Voraus schon sehr gut ausgebucht sind, weil die, glaube ich, momentan ein Viertel war das, der Plätze nur belegen dürfen. Das heißt, denen fehlen halt massiv Besucherzahlen, weil die diese Einschränkungen durch Corona haben sozusagen. Wird vielleicht aber auch ganz angenehm dann vom Besuch her sein, weil man dann natürlich nicht so viele Leute hat, die da mit einem durchlaufen. Auch sehr angenehm mal, denke ich. Und von da geht es dann quasi direkt weiter zum Tegernsee. Was mir daran auch super gut gefällt ist, es war auch noch so die Frage, wir hatten noch ein anderes Hotel in Aussicht am Riesersee, das wäre auch ein Tagpension gewesen. Hier ist es natürlich so über das Airbnb, das ist ein Apartment, da werden wir uns selber verpflegen. Aber das bietet so viele Möglichkeiten. Man kann morgens schön irgendwie aufstehen und zum Bäcker gehen, abends kann man ins Restaurant, man kann sich, und das ist aber auch unser Plan, wir wollen dann auf dem Weg zum Tegernsee auf jeden Fall im Supermarkt noch ein paar Sachen einkaufen und mitnehmen, dass wir uns halt auch im Apartment selber verköstigen können. Das muss jetzt gar nicht unbedingt den ganzen Tag durch sein, aber alleine mal so zwischendurch irgendwie schnell was aus dem Kühlschrank holen, so ein paar Beeren zum Beispiel da haben. Meine geliebten Gin Tonics, da will ich auf jeden Fall einen guten Gin mitnehmen und dann können wir noch Tonic kaufen. Wir können uns Eiswürfel selber kalt stellen. Ich habe so einen großen Eiswürfelbehälter, die liebe ich über alles dann, weil das nicht so schnell flüssig wird. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und genau das ist der Punkt, wir können halt mit dem Auto echt viel mitnehmen. Das hat man ja mit dem Flugzeug nicht immer. Das wird mir jetzt mal bewusster. Ich bin die letzten Jahre hauptsächlich geflogen und jetzt mit dem Auto sind einfach unbegrenzte Möglichkeiten da. Und das ist der Grund, weshalb wir haben uns ja einen Thermomix bestellt. Der müsste auch morgen oder übermorgen ankommen. Und da haben wir auch überlegt, den werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Weil dann können wir zum Beispiel Brötchenteig selber ansetzen. Wir können uns jeden Tag Eiscreme selber machen. Wir können richtig geile Cocktails ausprobieren. Wir können da super irgendwie ein... So, da ist so ein richtig leckerer Couscous-Salat als Rezept, den eine Freundin von mir jetzt ausprobiert hat. Und können das dann irgendwie so für To-Go irgendwie mal so vorbereiten. Also einfach richtig cool, das Teil. Da freue ich mich schon richtig drauf, das ist das. Und da überlegen wir, den mit in den Urlaub zu nehmen, weil da kann man den natürlich dann perfekt einsetzen. Und genau, eine Woche sind wir dann vor Ort und auf dem Rückweg wollen wir wahrscheinlich über München fahren und vielleicht noch so ein paar andere Städte mitnehmen. Vielleicht fahren wir dann aber auch durch. Das lassen wir uns halt total offen und das macht es so entspannt. Also ich habe so eine Art Urlaub noch nie gemacht, aber in meiner Vorstellung vom Gefühl her fühlt sich das so entspannt an. Einfach frei drauf losfahren. Am Tegernsee können wir dann anscheinend heute spazieren, Fahrrad fahren. Dann bleiben wir heute im Airbnb und genießen einfach den Ausblick und hauen uns mit Essen voll. Betrinken uns den ganzen Tag. Nee, das werden wir wahrscheinlich nicht tun. Da sind wir nicht die Typen für. Aber es bietet einfach echt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also wirklich großer, großer Tipp. Irgendwo, sei es Deutschland oder Dänemark zum Beispiel, kann ich halt momentan durch meine Freundin auch empfehlen, irgendwie ein Apartment mieten und gucken, dass man da in der Umgebung einfach ein bisschen was machen kann. Es gibt ja zum Beispiel auch in den größeren Städten diese Eat the World Touren. Das sind so kulinarische Stadtrundführungen, wo man ein bisschen was über die Stadt oder den Stadtteil in dem Fall erfährt und ein paar neuere Restaurants kennenlernt. In Städten gibt es immer Sehenswürdigkeiten und wenn man halt ein bisschen weiter außerhalb ist, dann gibt es da immer tolle Möglichkeiten, spazieren zu gehen. Und wenn man sich gut mit sich selbst beschäftigen kann, also im Sinne von auch zu zweit oder mit der Familie, je nachdem mit wem ihr unterwegs seid, vielleicht ja auch mit Freunden und einer größeren Gruppe, dann kann man Spiele mitnehmen, man kann zusammen kochen, man kann irgendwie was basteln, das habe ich auch schon gesagt. Vielleicht ein Fotobuch erstellen von einer alten Reise während der Reise und dabei aber einfach entspannt in den Tag hineinleben. Heiße Schokolade trinken, das Gericht kochen, was man schon immer mal kochen wollte, was aber viel zu aufwendig war, um es im Alltag zu machen.
shoppen gehen und das Geld da auf den Kopf hauen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ist das nur Geschwafel gewesen oder helfen euch diese Sachen irgendwie weiter? Ich würde, wie gesagt, meine größten Tipps sind, bucht irgendwas, was hier in der Nähe ist, wo ihr mit dem Auto hin könnt. Guckt auch auf jeden Fall darauf, ob ihr die Dinge kurzfristig stornieren könnt. Bei Booking.com kann man das ja ganz oft auch auswählen, dass man das bis ganz kurzfristig stornieren kann. Unser Apartment können wir auch bis ein paar Tage vorher kostenfrei stornieren. Wenn also jetzt tatsächlich sich Corona-bedingt doch noch irgendwas ganz stark verschlechtern sollte und wir dürften da nicht hin, dann könnten wir da halt auch noch aus der Nummer, Gott sei Dank, raus. Eine Reiserücktrittsversicherung ist mit Sicherheit auch immer eine gute Idee, die mit abzuschließen, weil wenn einem selber doch was zustoßen sollte, dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Und da habe ich auch schon diverse Fälle kennengelernt, wo das wirklich hilfreich gewesen ist. Brauchte ich auch einmal an einer Stelle, als mein Vater damals gestorben ist, brauchte ich die. Und dann, ja, hat man irgendwie so ein bisschen mehr Sicherheit bei der Reise und die Vorfreude kann dann vielleicht ja auch aufkommen. Was sind denn eure Ideen? Also seid ihr dieses Jahr verreist? Würdet ihr momentan wegfliegen? Welche anderen Ideen habt ihr noch, wo man so hinfahren kann? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen, weil wir wissen ja alle nicht, ob sich das nächstes Jahr im Frühjahr alles um 100 Grad dreht und man wieder alles machen kann, was man will. Das glaube ich persönlich nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, die nächsten Monate gar nicht zu fliegen. Ich bin die letzten Jahre so wahnsinnig viel geflogen, bestimmt mindestens zweimal im Monat. Und jetzt bin ich dieses Jahr einmal geflogen. Das ist irgendwie komisch. Also, ich will nicht sagen, dass es mir fehlt. Das tut es noch nicht. Das ist mehr so das Fernweh. Und ich glaube, es wird dann aber auch vielleicht wieder richtig aufregend, mal wieder in den Flieger zu steigen, wenn das irgendwann losgeht. Ja, ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergebracht oder hat euch irgendwie geholfen. Und ja, freue mich über eure Rückmeldung und vielleicht können wir uns in den Kommentaren dann nochmal austauschen, welche weiteren Optionen es gibt. Und falls ihr für den Tegernsee irgendwelche Tipps habt, dann lasst es mich gern wissen. Falls ihr da einen kleinen Vlog zu haben wollt, dann lasst es mich auch gerne wissen. Dann nehme ich euch da vielleicht ein bisschen vor Ort mit. Das ist vielleicht auch schön, gerade wenn man selber momentan nicht verreist. Ich persönlich schaue mir auch sehr gerne an, wohin die anderen alle so reisen und reise dann gedanklich ein bisschen mit. Dann hat man ja auch irgendwie was davon. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao!